Zurück zu den Landpartien und den Bundesländern. Da bin ich natürlich, obwohl eben durch und durch Stadtmensch viel herumgekommen in den Bundesländern, da werde ich dann später auch noch darauf zu sprechen kommen, aber halt auf meine Weise Landpartien, heute ja schon eher antiquierter Begriff, aber ich denke, wir verstehen, was gemeint ist. Auf diesen Reisen durch die Lande erlebt man natürlich einiges. Ich, glaube ich, ein scharfer Beobachter bin, vielleicht noch ein bisschen mehr. Also ein Teil dieser Begebenheiten, soweit sie erzählenswert sind, sind in diesem Buch Landpartie versammelt und daraus lese ich also jetzt ein paar Stücke vor. Ich hatte, wie ich das Buch geschrieben habe, auch so ein bisschen die Hoffnung, dass dabei vielleicht dann auch so der ein und andere Blick in das gelingen könnte, was man die österreichische Seele nennt, die ich ja nicht besitze oder inzwischen doch auch davon was angenommen habe. Also jedenfalls nicht, wäre nicht meine Art in Form von weitschweifigen Analysen. Ich bin kein Erwin Ringel, Sie erinnern sich an den, wir haben der Seelen, der Seelenforscher der Nation, nicht wahr? Schon gar nicht bin ich, beides bedauere ich, schon gar nicht bin ich einer, der die Dinge karikaturistisch darstellt. Dafür wäre der begnadete Manfred Deichs zuständig. Ich bin ein schlichter Geschichtenerzähler und am liebsten Geschichten, die ich selber erlebt habe. Dann weiß ich, wovon ich spreche. In Schmieding, so sagte man mir, als ich von Hinterstoder kommend in der Gegend unterwegs war, gäbe es einen Wirt, der für seine Knödelplatten berühmt sei. Nirgendwo schmeckten sie besser. Ich steuerte also die kleine Ortschaft auf halber Strecke zwischen Bad Schallerbach und Wels an, fand im Nu das betreffende Gasthaus. Es war ein Sonntag, sämtliche Tische waren besetzt, die wenigen freien fix reserviert. Doch das Allerschlimmste, keine Knödel auf der Speisekarte. Ich fragte den Wirt, der kaum Zeit hatte, sich um mich zu kümmern, so reger Betrieb herrschte zwischen Küche und Lokal. Knödelplatte nur am Mittwoch, fuhr er mich unwirsch an. Fast schon bereit aufzugeben, enttäuscht zum Auto zurückzukehren und die Weiterfahrt anzutreten, schoss mir ein Geistesblitz durch den Kopf, den ich nicht anders als genial bezeichnen kann. Wie wär's, wenn ich für das aussichtslose Unternehmen Knödelplatte meine Begleitung einspannen würde? Ich war an jenem Tag mit meinem alten Freund Xi unterwegs, einem aus Taiwan stammenden, aber seit Jahrzehnten in Wien ansässigen Chinesen. Könnte ich nicht vielleicht versuchen, dem störrischen Wirt weiszumachen, mein Begleiter habe bis in sein fernes Taiwan von der überragenden Qualität der Schmiedinger Knödel gehört, habe einzig aus diesem Grund die Reise nach Österreich angetreten und werde am Knödeltag Mittwoch längst wieder außer Landes sein. Das Wunder trat ein. Der eben noch so abweisende Wirt lauschte geschmeichelt, überlegte kurz und entschied, naja, wenn das so ist, dann geht's halt dabei in den Schmiedinger Vogelzoo. Kommt's um drei wieder, da ist der ärgste Betrieb vorbei und ihr Chinese kriegt seine Knödelplatte. Wir taten wie geheißen, fragten uns nach der Schmiedinger Touristenattraktion, dem weit über Oberösterreich hinaus berühmten Tierpark durch, verbrachten dort zwei ebenso kurzweilige wie lehrreiche Stunden, kehrten Punkt 3 zu unserem Wirt zurück, die Knödelplatte stand köstlich dampfend auf dem Tisch. Über mangelnde österreichische Gastfreundschaft hat von mir jedenfalls nichts erzählt.